Herr Dr. Hühnerbein, wir sind wieder mal da. Na, wir haben, oder besser gesagt, Sie haben sich heute das Thema Ernährung rausgesucht. Was hat jetzt ein Apotheker speziell mit Ernährung zu tun? Ja, ganz verschieden. Also wir haben ja unterschiedliche Themen bei der Ernährung. Das geht los bei einfachen Fragen, die an uns gerichtet werden. Apotheke ist ja nach wie vor eine sehr niedrigschwellige Anlaufstelle für alle möglichen Fragen. Das hat auch mit Ernährung zu tun. Ernährungsprobleme, Ernährungsschwierigkeiten sind weit verbreitet. Das hat einfach mit unserem Lebensstil im Moment zu tun, den wir haben. Wir haben allumfassend Lebensmittel um uns herum. Das kann der Snack auf dem Schreibtisch sein, das ist der Kühlschrank, der nicht weit vom Sofa entfernt ist. Das sind viele Wege, die heute einfach mit Auto oder sitzend in Bus und Bahn zurückgelegt werden. Weniger zu Fuß, also ein relativer Bewegungsmangel in der Bevölkerung. Und der macht sich natürlich deutlich in den Krankheiten der Menschen. Und nicht nur die, die die Krankheiten behandeln wollen, sondern auch die, die in Form von Prävention vorher was tun wollen, kommen dann schon mit ihren Fragen. Was rät der Apotheker? Ausgewogene Ernährung? Wir gehen auf Weihnachten zu. Da ist immer das große Problem. Gut, das kommt einmal im Jahr. Aber ja, was rät man jetzt eigentlich? Das ist ja das alte Lied, dass man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten zunimmt und sich falsch ernährt. Grundlegend geht es um die Tatsache, dass viele Leute im Alltag Fehler machen und gar nicht so sehr zu Festivitäten. Da kann man natürlich auch mal ein bisschen drauf schauen, dass man da nicht zu sehr über die Stränge schlägt. Aber ein-, zweimal über die Stränge schlagen ist noch nichts gravierend Falsches. Wichtig ist, dass der Alltag stimmt und dass die Gewohnheiten im Alltag sich leider oft so verändert haben, dass bestimmte Sachen zur Gewohnheit gehören, die einfach nicht nachhaltig sind und auf lange Sicht dem Körper und der eigenen Gesundheit eher schaden. Und da legen manche Leute mehr Wert darauf, dass das Auto oder die Waschmaschine funktioniert, als ihren eigenen Körper so zu behandeln, dass er eben auch in 20, 30 Jahren noch gut funktioniert. Wir hatten uns vorhin unterhalten und Sie haben gesagt, man sollte nicht seine Essgewohnheiten oder überhaupt seine Gewohnheiten komplett über den Haufen werfen. Also das ist so ein bisschen eine Erfahrung, die viele Ernährungsberater gemacht haben, dass man, wenn man einem komplett das Leben umkrempelt, dass das gerade im Alltag oft nicht gut ankommt. Das hält man mal 2, 3 Wochen durch und dann schleichen sich die alten Gewohnheiten ein. Ich bin eigentlich ein Freund davon, zu gucken, wo liegen die Probleme, und dann identifiziert man vielleicht 3, 4, 5, 6 Dinge, die nicht gut laufen, falsch laufen, und dann nimmt man sich eins raus und versucht erstmal dieses eine zu ändern. Man trinkt eben nicht mehr nur Saft und Cola, sondern man greift öfter mal zum Glas Wasser mit einem Basilikumblatt drin oder mit einem Pfefferminzblatt drin oder eben auch mit einer Beere drin, wo man einfach so ein bisschen auch Geschmack hat, wenn einem das Wasser alleine zu langweilig ist, und stellt das mal um. Und wenn man das so ein bisschen in den Alltag integriert hat, dann guckt man sich das nächste Mal an. Wie ist es denn eigentlich mit meiner Ballaststoffzufuhr? Wie ist es, wie viel tierische Fette habe ich dabei? Wie viel Fleisch esse ich pro Woche? Wie viel Gemüse esse ich pro Woche? Dass man sich solche Sachen einzeln anguckt und sagt, an der Stelle kann ich mir vorstellen, was zu machen, diesen Schritt dann umsetzt. Das sind auch ganz banale Sachen, wenn ich eben so die Angewohnheit habe, ich komme von der Arbeit, da laufe ich an einem Bäcker vorbei, da hole ich mir ein Teilchen. Dann geht man einfach mal 2, 3 Mal die Woche einen anderen Weg von der Straßenbahnhaltestelle nach Hause, dann kommt man nicht an den Bäcker vorbei, wo man sich das Teilchen holt. So eine Sachen. Also das sind ganz einfache, banale Sachen, und das ist halt sehr individuell. Das muss man mit dem Patienten wirklich einzeln besprechen, da gibt es nicht Pauschalregeln. Es gibt natürlich grundlegende Regeln, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat solche aufgestellt, die 10 Regeln der DGE sind relativ bekannt. Da stehen ganz normale Sachen drin, die eigentlich jeder zumindest schon mal gehört hat, wenn auch nicht alle beherzigt hat. Abwechslungsreich essen, regelmäßig essen, ausreichend Wasser, ausreichend Bewegung, die richtige Nahrungsmittelauswahl und. Das sind 10 ziemlich kompakte Regeln, die kann sich eigentlich jeder zu Hause mal nehmen und mal vergleichen, klappt das bei mir oder habe ich da noch Baustellen? Sie haben vorhin gerade gesagt, Saft etc. Da komme ich zu dem Punkt Zucker, versteckte Zucker, und es macht sich auch schwierig beim Einkaufen, wollen wir da ganz ehrlich sein. Wer liest alles haargenau? Manchmal steht es auch nicht so einfach drauf. Da gehört ein bisschen Hintergrundwissen dazu, das ist völlig richtig. Es gibt ja langwierige Auseinandersetzungen, die auch politische Ebenen erreicht haben. Wie klar muss das auf den Lebensmitteln draufstehen? Es gab mal diese Vorschläge, diese Ampelregelung einzuführen. Da gab es Argumente dafür, da gab es Argumente dagegen. Da ist Bewegung drin. Da sind wir sicherlich noch nicht da, wo wir sein wollen, in der Klarheit der Aussagen, die auf Lebensmitteln stehen. Was aber jeder machen kann, sich so ein bisschen Wissen aneignen, dass man wirklich mal so eine Nährwerttabelle auf der Rückseite nicht nur anguckt und sagt, ein Haufen Zahlen,
sein, sondern dass man so ein bisschen versteht, wenn da zum Beispiel Kohlenhydrate stehen, sind alle Kohlenhydrate gemeint. Das sind Einfachzucker, Zweifachzucker, das sind Stärken, Dextrine und dergleichen. Und wenn dann davon Zucker nochmal steht, sind das alle Einfachzucker. Das ist also nicht nur der Haushaltszucker, der da irgendwie drin ist, der nicht unbedingt zugesetzt sein muss, sondern zum Beispiel in Früchten oder sonstigen Lebensmitteln auch vorkommt. Das ist aber auch der Milchzucker in Milchprodukten. Der steht dann auch davon Zucker. Habe ich mir einen Joghurt gekauft, steht davon Zucker drauf. Was ist da für Zucker drin? Ne? Das ist Milchzucker, der da drin ist. Also solches Hintergrundwissen ist dann schon nötig und man sollte dann auch ein bisschen einschätzen können, diese Prozentangaben, die da oft stehen, vom Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen, da ist natürlich auch mal wieder eine riesen Spannbreite dabei, aber dass man das so ein bisschen einschätzen kann und auch mal beherzigt, dass man sich das einfach mal zu Gemüte führt, sich die Zeit auch beim Einkaufen nimmt, da mal drauf zu gucken. Thema Einkaufen, wo tritt jetzt der Apotheker aufs Parkett? Ja, wie gesagt, bei der Beratung, die alleine in der Offizin schon stattfinden kann, auch bei der Abgabe von Arzneimitteln schon stattfindet. Viele Arzneimittel können mit bestimmten Lebensmitteln nicht direkt eingenommen werden. Das hat jeder schon mal gehört, das Antibiotikum oder dieses eine Antibiotikum, es betrifft nicht alle, bitte nicht mit Calcium, also mit Milchprodukten oder mit sonstigen zweiwertigen Kationen. Manche Sachen müssen nüchtern eingenommen werden, also vor der Nahrung. Also der Einnahmezeitpunkt ist bei vielen Arzneimitteln wichtig. Und was noch wichtig ist, dass viele Medikamente eben auch Nahrungsstoffe, Vitamine, Spurenelemente beeinflussen können. Also wenn ich lange Metformin zum Beispiel als Diabetiker nehme oder wenn ich lange diese Magensäureblocker nehme, dann hat das definitiv einen Einfluss auf meinen Vitamin-B12-Spiegel. Und dann sollte der, das machen viele Hausärzte auch, den regelmäßig mal kontrollieren lassen, eventuell dann substituieren. Mit der Ernährung kann man da teilweise auch was tun. Also solche Fragen spielen dann schon eine Rolle, die dann auch in der Apotheke eine Rolle spielen. Und das nächste ist dann, wenn es also intensiver sein soll, wenn sich Leute wirklich mit dem Wunsch einer Ernährungsberatung an uns wenden, aus unterschiedlichen Gründen. Das kann das Abnehmen sein, das ist so ein bisschen der Klassiker. Da tummeln sich viele andere auch, das machen Fitnessstudios heute auch und in vielen Fällen gar nicht schlecht. Das können Leute sein, die zunehmen wollen. Das ist bei bestimmten Krankheiten ein viel größeres Problem als das Abnehmen. Leuten mal 2 Kilo auf die Hüften zu bringen, ist nicht so einfach in vielen Fällen. Also wie kann ich das machen? Was kann ich da an meinen Nahrungsmittelauswahl vielleicht ändern, dass ich hochkalorischer arbeite, ohne jetzt gleich auf hochkalorische Spezialnahrung ausweichen zu müssen? Das können Sportler sein, die einfach einen gewissen Anspruch auch an ihre Ernährung stellen, sich oft viel bewusster ernähren, einfach weil sie ihren Körper sozusagen als Potenzial nutzen. Auch da muss man oft mal auf die Bremse treten und sagen, Leute, wenn ihr 2-3 Mal in der Woche eine Stunde Sport macht, braucht ihr keine Spezialernährung. Im Hochleistungssport ist das natürlich was völlig anderes. Also da muss man ein bisschen wichten, aber auch da kann man auf eine gesunde Ernährung gucken. Da geht es dann auch um Säure-Base-Haushalt, solche Punkte, die spielen dann eine Rolle. Also es gibt schon verschiedene Ansätze, wo man einfach schauen muss, was kann ich dem einzelnen Patienten tun. Und gerade in der Apotheke tauchen sie halt dann mit bestimmten Krankheiten auf, Arthrosepatienten, sonstige Gelenkbeschwerden, was gibt es für entzündungshemmende Nahrungsbestandteile, also die Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel. Da kann ich also unheimlich viel machen, bis hin zur kompletten Ernährungsplänen, die wir dann aufstellen, so also wirklich individuell für den Patienten, dann geguckt, wie groß ist der, wie schwer ist der, was hat der für ein Aktivitätslevel, was braucht der an Kalorien pro Tag und wie kann ich die dann unter Vorgabe dessen, was er vielleicht noch braucht mit Krankheiten und dergleichen, richtig in einem Ernährungsplan zusammenstellen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger, das dauert auch ein bisschen Zeit, aber sowas können wir auch, ja.